Die Einsatzkräfte wurden zu einem Verkehrsunfall Pkw kontra Baum alarmiert. Der Pkw fuhr von Richtung Dickel aus in Richtung Rheden fahrend und wurde dabei laut eigener Ansage kreuzte ein Reh. Und diesem wollte die Pkw-Fahrerin ausweichen. Ja, die Pkw kollidierte, wie gesagt, frontal mit dem Baum, wurde dabei nicht eingeklemmt. Aber nichtsdestotrotz wurde die Feuerwehr darum gebeten, um die verletzte Person möglichst schon zu entfernen, dass die Vorder- und Hintertür ausgeschnitten wurden. Die Fahrerin wird schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Zum derzeitigen Stand der Verletzung kann ich zurzeit noch nichts sagen. Sie war ansprechbar. Sie hatte auch selbstständig den Notruf abgesetzt, allerdings bei Verwandtschaft und nicht über Notruf. Also kam der Notruf relativ noch zeitversetzt an. Alarmiert wurden die Feuerwehren Rheden und BAFA mit einem zweiten Schneidsatz. Allerdings wurden die Kameraden aus BAFA nicht eingesetzt.